Excuse me, what? Ja. Excuse me, what? Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich was Besonderes mit euch vor, denn vor einigen Monaten ist Annie the Duck auf meine Animal Crossing Inseln geschlummert. Falls ihr Annie the Duck nicht kennt, schämt euch. Nein, Spaß. Annie the Duck ist eine sehr große YouTuberin und auch Twitch-Streamerin. Sie macht viel Gaming-Zeug, aber hat auch einen, ich würde sagen, Lifestyle-Vlog-Kanal. Da kennen die meisten sie vielleicht her, aber eigentlich ist sie auch im Herzen eine Gamerin. Und im Herzen ist sie auch eine Animal Crossing-Spielerin und auch ein Fan von der Animal Crossing-Serie. Deswegen hat sie in ihren Twitch-Streams auch ab und zu Animal Crossing gespielt. Und als es Update jetzt im November rauskam, hat sie wieder angefangen und ist dann auf meine Insel geschlummert. Und darauf will ich mit euch zusammen reagieren, was sie so dazu sagt. Und ja, es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass erstmal ihr mich vorgeschlagen habt und zweitens, dass sie das dann auch wirklich gemacht hat. Und es ist ganz cute. Ich habe es mir damals im Stream auch kurz angeschaut. Ich habe zur gleichen Zeit gestreamt wie sie und da hat sie dann auf meine Insel geschlummert. Deswegen hatte ich da nicht so viel Zeit drauf. Jetzt möchte ich mit euch in Ruhe drauf reacten. Und ich würde mal sagen, ich laber jetzt nicht weiter, sondern wir starten mit dem Video. Aber mir fällt gerade noch eine Sache an, bevor wir starten. Würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir selbst auch auf meinem Twitch-Kanal folgt. Ich streame da auch sehr viel, vor allem Animal Crossing, aber auch andere Spiele. Und ja, das war's jetzt. Let's go mit dem Video. Okay, so hat das Ganze angefangen. Ich habe mir den Stream damals runtergeladen. Ich wollte dieses Video schon viel eher bringen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, darauf zu reacten. Deswegen, der Stream ist schon von November oder noch älter. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, wie es jetzt dazu kam, dass sie überhaupt auf meine Insel geschlummert ist. Mini Molis Insel, mega schön. Was heißt Mini Molis Insel? Ist das eine berühmte Animal Crossing Person? Irre. Oder schreiben Leute, ja, das ist so cute. Mini Molis Insel. Mini okay. Molis. Wenn das so eine berühmte Person ist, dass man sogar die Insel von ihr kennt. So eine berühmte Person, lol. Mini Molis ist eine Streamerin, die viel Animal Crossing spielt. Animal Crossing Streamerin, YouTuberin. Oh, das klingt doch spannend. Ich bin auch eine Animal Crossing YouTuberin. Meine Insel ist so hässlich und durcheinander. Aber wir sind ja noch im Umbau. Wir sind alle mal noch an diesem Punkt, an dem Dinge jetzt passieren werden. Da waren wir alle mal. Ich brauche dann die Traumadresse von Mini Moli. Jetzt hat sie meinen Namen wieder richtig gesagt. Die schauen wir uns jetzt nämlich an. Wir schauen uns ein paar Traumadressen an. Okay, ich brauche nochmal diese Adresse von Mini Molis, bitte. Jetzt hat hier nochmal jemand für mich? Gesagt. Dann reisen wir da mal aber hin. Shiny Reef, Shanghai, Franz Mini Molis hat zwei Inseln. Meine zwei Inseln. Aber for real, ich glaube, mein Name ist gar nicht so einfach auszusprechen, oder? Mini. Ich spreche meinen Namen selbst falsch aus, okay? Mein Name steht ja für Mini von Jasmin, weil früher wurde ich als Spitzname Mini genannt, wegen meiner Endung Jasmin, M-I-N, und dann noch ein I dran, Mini. Mini und Moli ist mein Zweitname, es ist ein chinesischer Name und heißt so viel wie Jasmin auch. Also Moli Hua heißt Jasmin Blume, weil ich bin ja halb Asiate, meine Mutter ist Chinesin, deswegen Mini Moli. Und ich sage manchmal selbst Mini Molly. Oder Mini Molly nenne ich mich selbst, aber ich heiße eigentlich Mini Moli. Also ich sage meinen Namen selbst falsch, also von daher habe ich auch kein Problem damit, wenn andere Leute meinen Namen selbst falsch sagen. Schauen wir mal. Via stumme Anschrift. Gehen wir erstmal in Shiny Reef. Also, es kamen Leute in meinen Chat und haben gesagt, Annie the Duck, schlummert jetzt auf deine Insel. Und ich so, hä, what, wirklich? Und ich war einfach auch so geflasht, dass so viele im Chat meine Insel halt auch vorgeschlagen haben. Sechs? Ich fühle mich einfach immer noch sehr geehrt, auch wenn es jetzt schon Monate her ist. Ach, okay. Zeig's mir, zeig's mir. Ich glaube, sie hat da zum ersten Mal geschlummert oder das ausprobiert. Bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wollte sie, glaube ich, auf Inseln schlummern und dann habt ihr meine Inseln vorgeschlagen. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt so eine Animal Crossing-YouTuberin ihre Insel gestaltet hat. Ich weiß nicht, ich fühle mich so zu hoch gelobt. Oh, guck mal, da habe ich auch gerade in den Chat geschrieben. Hi, hab gerade gehört, dass du auf meine Insel schlummerst. Haha. Hihi, haha. Irre. Das ist mein erstes Traumding, was ich mache. Ah, guck mal, ist ihr erstes Traumding. Also nur ihre Augen. Okay. Süß. Nee, man kann nicht überall durchlaufen. Nein, das geht leider aber nicht. Wie niedlich. Mal kurz die Map angucken. Da
davon war sie geflasht. Wie wurde denn hier bitte schön gebaut? Und wieso hat sie so süße Bewohner? Wie viel suchtet diese Person? Geht ihr nur so... Elf? Wie heißen die Dinger nochmal? Irre. Ja. Ja. Animal Crossing sucht die... What the fuck? Beschreibt mich eigentlich ganz okay, gut. Okay, also... Ja. Es ist ja... Es steht ja alles voll. Es war Blume kaputt gerannt. Es steht ja alles voll. Es ist ja krass. Ja, ich hasse leere Stellen. Wenn man ankommt, würde man theoretisch hier ankommen. Und hier ein Bewohner. Muss auch sagen... Ich habe zu dem Zeitpunkt so ja noch nicht viele 2.0-Items integriert. Inzwischen sieht ja auch schon vieles wieder anders aus, aber das war kurz... Ich weiß nicht, ob es kurz vor dem Update war oder ob es schon nach dem Update war. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall seht ihr, der Eingang hat noch nicht die neuen Items. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wege... Das... Also, das ist ja irre. Das ist ja mehr, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ist das ein Karawan? Ist so süß. Ja, ist ein Wohnwagen. Sie geht auch immer hinter alles und guckt sich das genau von hinten an, aber ihr wisst, Animal Crossing Inseln sind fake. Es sind einfach nur Wände und hinter den Wänden befindet sich nichts. Es sieht nur von vorne gut aus. Was ist das? Sie ist verwirrt. Wow. Der ganze Boden mit so Special-Böden gemacht. Entenstatuen. Wir sind auf einer höheren Ebene jetzt. Ah, da hinten waren Entenstatuen. Ich dachte, hä, wo hat sie Entenstatuen gesehen? Ich kenne meine eigene Insel nicht. Also Masterarbeit. Masterarbeit. Wie viele von diesen Monden? Cool. Wäre schön, wenn ich meine Masterarbeit schon hinter mir hätte, aber ich bin ja gerade am Schreiben. Hier, ne? Mit einer Aussicht. Hat die einen Canyon gebaut? Ist das der fucking Grand Canyon? Ha. So süß. What the? Also diese Insel ist kranker, als ich mir jemals hätte vorstellen können, wie eine Insel sein kann. Oh, das, also so süß. Es ist so, so süß. Ich werde rot. Da ist auch noch die Mondinsel. Irre. Die gibt's ja auch nicht mehr. Das war, glaube ich, noch vor dem Update. Ich bin irgendwo auf so einem Mond. Ich bin in einer Türkei-Flagge, die ein See ist. Flagge. Jesus Christ. Ja. Das ist so irre. Crazy. Sieht alles schon wieder so anders aus inzwischen. Oh. Die Stelle ist ja auch weg komplett. Ich lege einfach da lang gehen. Alles miteinander verbunden. Ich kann auch voll verstehen, was meine Insel voll verwirrend ist, wenn man es jetzt nicht so kennt. Ja. Aber wenn ich mir das mal so anschaue und andere Leute auf meine Insel schlummern, denke ich mir so, da geht's lang, da geht's lang. Für mich ist es so selbstverständlich, aber natürlich, für die Leute, die das nicht kennen, ist das, glaube ich, doch sehr verwirrend. Das ist so irre. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Anni hat so süß reagiert, das ist unnormal. Wo ist denn ihr Haus? Ich will ihr Haus sehen. Kann man ins Haus rein? Ihr Haus ist rechts. Oh. Hier kommt jetzt gleich der Laden und so. Hier hat sie die Schneiderei. Süß mit den Büschen und den Dingern. Und den Laternen. So viele Laternen. Heilige Scheiße. Ja, alles vollgestellt. Das sieht so schön aus. Das ist so wunderschön. Ich kann nicht mehr. Wow. Dann ist hier das Museum. Alter, what the fuck? Wie wunderschön kann er denn schon etwas sein? Oh mein Gott. Ja, Anni muss mal die ganzen Instagram-Leute sehen, was die noch alles machen, ne? Es ist so süß, wie sie das alles so hochlobt. Wow. Voll süß. Ich frag mich, wie lange das gedauert hat. Auf Shiny Reef habe ich aktuell 1405 Stunden. Voll. Also, wahrscheinlich. Aber 1000 Stunden damals. Hallo, schon, sie ist im Chat. Echt? Ja, jetzt bemerkt sie mich. Die Mulle ist auch gerade im Chat und hat ihren Chat mitgebracht. Hallo, ich stalk gerade deine Insel. So süß. Hallo, na? Ah, die ist so süß, ich wirklich. Ich bin verblüfft. Ich finde sie so toll. Danke für die lieben Worte. Ich bin mehr als verblüfft. Ich bin schockiert. Kann man schockiert sagen? Wow, wenn man alle Fische hat, dann kriegt man da hinten sogar so eine Wand.
wie sie sich über das Museum aufbaut. Was die Goldforelle dich nie fangen konnte? Fick dich, Goldforelle. Das ist so süß, dass sie sich halt... Dass ich es nicht gesehen habe im Chat. Ich war so fokussiert auf diese wunderschöne Insel. Ah, alles gut. Wow. Ich fühle mich immer noch... Ich antworte hier, obwohl es mich nicht hört, ne? Ich glaube, noch nicht alle. Ich bin immer noch sehr geehrt. Da hinten mit den Punkten. I don't know. Wie heißt er denn? Walhai. Damit bin ich auch schon mal geschwommen. Cool. Beziehungsweise getaucht. In den Philippinen. Sehr nice experience gewesen, by the way. Sieht ein komplettes Museum aus. Diese Krabben sind ja super abartig. Schon ziemlich eklig. Da ist noch so ein roter Oktopus oder sowas. Cool. Ich weiß noch, am Anfang, als Animal Crossing rauskam, hat Annie, glaube ich, auch sehr viel gespielt. Das Enemy, da habe ich angefangen zu streamen. Und ich glaube, sie hat auf Twitter getweetet, dass sie eine zweite Animal Crossing Insel macht, extra auf der Südhalbkugel. Ich kram meine Switch im Urlaub raus und fange mit Animal Crossing neu an. Extra auf der Südhalbkugel, damit sie schneller die Fische zusammenbekommt. Das war richtig fein, alles zu sammeln. Ey, glaube ich dir. Danke, Eugen. Tschüss, Eugen. Jetzt müssen wir... Ja, meine Karte geradeaus. Ist einfach verwirrend. Nee, nicht. Da lang geht's nicht. Ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, es ist sehr viel überall. Es ist manchmal ein bisschen schwer, glaube ich, zu finden, wo es dann lang geht. Ja, aber es ist sehr schön hier. Es ist sehr verbaut. Es gibt hier keine klaren Wege, das stimmt schon. Süß mit den Tannen. Oh mein Gott, das ist alles noch voll alt. Das sieht ja gar nicht mehr so aus wie jetzt. Oh mein Gott, ich liebe es. Ja. Okay, ich bin absolut bereit. Ich dachte jetzt, ihr Haus wäre auch so voll und überladen wie die Insel auch. Aber es ist ja einfach total gemütlich hier. Eine kleine Werkbank. Ich glaube, inzwischen ist es schon überladen, da mit den ganzen Deckenitems. Sieht ja auch alles nicht mehr so aus wie jetzt hier. Ist das mein Streamingzimmer schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt schon mein Streamingzimmer ist. Ja. Ein Streamraum! Lull, Alter. Ja. Hast du deinen echten Stream-Hintergrund nachgebaut? Bitte sag ja. Es ist ähnlich, aber es ist cool, wenn es genauso bei dir zu Hause aussehen würde. Es ist nicht ganz so. Aber es ist ähnlich, oder Leute? Ich würde sagen, schon so ähnlich. So in der Art. Cool. Das ist schon sehr cool. Was ist hier? Ein Badezimmer und es ist so schön. Mit einer Badewanne und Pantoffeln, süß. Ich will in die Badewanne. Ich kann nicht. Sehr niedlich. Cool. Kann ich auf Klo? Ja. Muss noch kurz meine Mumu hier waschen? Okay. Geil, Anni, ey. Hinten durch das Schlafzimmer? Hinten durch das Schlafzimmer? Oder hinten durch die Küche? Achso, sie überlegt, wo sie jetzt ins Bett geht. Das ist ja auch nicht so ganz Wohnzimmer. So Couch und sowas. Vielleicht kommt jetzt das Wohnzimmer. So der Eingangsraum, das Foyer, würde ich sagen. Ich habe da aber auch nicht so ganz... Ein Hexenraum? Nein, das Schlafzimmer! Wie süß! Der Schlummerzimmer. Wie kriegt man diese Schmetterlingsstatuen? Die hat diese Insekten, kriegt man von Carlsen, Leute. Die Geräusch machen, wie cool. Ja. Oben oder unten zuerst? Oben oder unten zuerst? Oh, okay. Es ist unten zuerst geworden. Ja, unten ist halt das Problem, dass man das nicht versteht, wenn man die Röhre nicht findet. Ein Campingraum? Wann kann ich rein? Ich glaube, sie kannte die... Mario-Röhre? Ich glaube, sie kannte die Röhre nicht. Du musst eine Röhre finden, um reinzukommen? Ja. Lull, Alter. Der Chat erklärt alles sehr gut. Das ist ja witzig. Auf dieser Insel eine Röhre finden, das ist ja ein Irrgarten. Aber coole Idee, damit das so zu verbauen, dass man nicht reinkommt. Also finde ich actually cool. Ja, kleines Easter Egg.
auf der Insel versteckt. Ja, und die Insel ist halt so voller Details, dass man es da wirklich gut verstecken kann. Ist oben für den Raum? Und die ist halt auch wirklich gut versteckt, weil sie ist quasi vergraben, die Röhre. Wie hat sie das genutzt? Als Küche und Wohnzimmer. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, hier ist jetzt irgendwie ein Sternschnuppenraum, aber das ist ja relativ normal. Normal. Aber schön. Die gleiche Tapete bei mir unten im Hauptzimmer. Ich finde die richtig schön. Ja, die Tapete ist auch schön. Der Fernseher? Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn Fernseher läuft. Was? Oh, und bald kann man sich hier durchquetschen. Das ist ziemlich cool. Ich liebe es. Es muss richtig überall... Schön. Ah, okay, das Update war noch nicht da. So Fotos, witzig. Das Update, sie hat gesagt, bald kann man sich durchquetschen. Das heißt, das Update war noch nicht da. Und by the way, ich muss immer Fernsehen anhaben. Also irgendwie, ich mag es, Hintergrundgeräusche anzuhaben. Cool, der Messerblock, Laptop mit Twitch. Süß, da hat sie sogar so ein Bild mit Twitch draufgeladen. Ist das cool. Das ist so aufwendig. Niemals wird meine Insel so aussehen. Aber sehr schön, gefällt mir gut. Ja, man, wenn man Suchti ist, dann ist man halt auch ein Suchti, ne? Dann ist man halt wirklich sehr addicted. So, und ihr habt gesagt, sie hat auch eine andere Insel, Shanghai. Damals hat tatsächlich, dann guck mal, das war auch noch vor Spooky Reef. Spooky Reef hat noch gar nicht existiert. Okay, ja. Sie schlummert, glaube ich, noch auf Shanghai. Shanghai ist noch nicht aber das macht sie fertig. Tatsächlich, glaube ich, gar nicht fertig. Ich habe bestimmt eine 5 in der Klausur. Ist genau so ein Satz wie das da wahrscheinlich. Shanghai ist noch nicht komplett fertig, aber fast habe ich geschrieben. Aber ja, es war halt, beziehungsweise ist halt wirklich so. Schlummeranschrift. Aber ich hasse normalerweise auch die Leute, die sagen, ich habe bestimmt so, eine 5 in der Klausur und hatten sie eine 1. Aber so bin ich eigentlich zwei, nicht. Wirklich. 7, 4, 2. Für die Leute, die es nicht wissen, meine Mutter, ich habe es ja schon am Anfang des Videos erwähnt, kommt tatsächlich aus Shanghai, deswegen... Hier ist das... Einmal kurz mir die Karte angucken. Habe ich Shanghai auch gemacht, weil ich schon öfters in Shanghai war und ja, es quasi meine zweite Heimat ist oder zweites Zuhause irgendwo. Wobei, ich glaube, es ist inzwischen mein drittes Zuhause. Mein erstes Zuhause ist in der Heimat, mein zweites ist in Hamburg und mein drittes ist dann in Shanghai. Eigentlich müsste ich jetzt nächstes Hamburg machen. Mit Ladenfronten? Das ist doch irre. Hier ist eine Straße! What the fuck? Laden, Fake-Läden, Ampeln. Wie irre! Müll! Einfach Müll auf der Insel. Fake-Läden! Sind das alles die asiatischen Einwohner? Ein Teil. Nicht, oder? Sind noch nicht fertig. Hihi. Das ist das halt, was ich meinte mit, ist es noch nicht fertig. Es ist halt wirklich noch nicht fertig gewesen, you know? Ich lüge nicht. Wie irre, das sieht so crazy aus. Wie komme ich überall hin? Ah, hier ist ein Aufgang. Klimaanlagen. Witzig. Oh! Excuse me, what? Ja. Excuse me, what? So cute, die Reaktion. Das ist gebratener Fisch. Trashcore, okay. Den Spruch muss ich eigentlich auch nochmal ändern. Was? Wie baut man denn ein Schloss? Ein Schloss. winzig. Das ist so irre. Oh fuck. Und ich bin so stolz auf mich, wenn ich so 3 Pfirsich-Items gesammelt habe und in einen Raum gestellt habe. Das ist ja... Ach Mann, Adi. Das ist ja... irre. Zu cute. Okay, wo ist ihr Haus? Mein Haus noch nicht gemacht. Ihr Haus ist unten am Strand. Ja. Das ist echt. Das sieht. Mein Haus nicht noch nicht gemacht? Oh. Okay, tschüss. Die Enttäuschung, ey. Ich bin in allem Maßen schockiert.
Und ich bin noch so ein bisschen demotiviert, meine Insel anzufangen. Nein! Weil ich mir denke, das ist eine gute Animal Crossing Insel. Das ist eine sehr gute Animal Crossing Insel. Das ist meine Insel, der einfach nur Müll. Es gibt keine guten und schlechten Animal Crossing Inseln. Will ich jetzt gerade auch nochmal anmerken, ne? Jedem soll es Spaß machen. So wie man es gerne mag. Ich hätte die Leiter dafür nicht. Man kann hier hinterlang gehen. Das ist so cool. Ja? Ja. Jetzt hat sie, glaube ich, aufgehört und beziehungsweise da hört sie auf und macht mit was anderem weiter. Ich glaube, ihr Merch kam damals an, den man dann später kaufen konnte, aber ich glaube, der ist heute gar nicht mehr verfügbar. Und den hat sie dann gezeigt und dann ist sie von meiner Insel runter. Aber ja, das war Anis Reaction auf meine Insel und ich bin wieder voll rot, weil ich voll, ja, ich weiß auch nicht, ich bin so voll, weiß ich nicht, verlegen. Es sind so süße Komplimente gewesen und ich habe mich wirklich sehr geehrt gefühlt, dass sie auf meine Insel geschlummert hat. Falls ihr Anni nicht kennt, was ich denke, schaut unbedingt mal bei Anni vorbei. Sie ist wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Streamerin, YouTuberin und Content Creatorin und macht richtig geilen Scheiß, also Anni ist auf jeden Fall so eine Art Vorbild, auch wenn mein Content jetzt eigentlich nicht wirklich ihrem entspricht. Ist es so, ja, da wo man irgendwann mal hin will vielleicht, ne? Sehr unrealistisch, aber man braucht Vorbilder und man braucht Ziele. Und Anni ist auf jeden Fall eines meiner Vorbilder mit vielen anderen weiblichen Streamern. Also ich liebe alle Girls auf Twitch, die sind so cool. Deswegen supportet! Falls ihr noch nicht folgt, folgt mal gerne bei Anni rein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder vielleicht auch auf Twitch. Tschüssi!